Hallo Leute! Willkommen zurück zuletzt bei Resident Evil Zero. Im letzten Part haben wir uns hier weiter umgeschaut und uns haben hier den Granatwerfer gefunden. Wo ist er denn? Da ist er, der Granatwerfer. Ich weiß immer noch nicht, soll ich ihn jetzt mitnehmen, soll ich ihn nicht mitnehmen? Irgendwie will ich ihn mitnehmen, aber gleichzeitig will ich ihn auch wieder nicht mitnehmen, weil er ist halt wichtig. Er ist halt stark. Und ich will jetzt nicht die Munition von ihm sinnlos verballern, deswegen... ich nehme ihn mal nicht mit. Nee, ich nehme ihn nicht mit. Tauschen. So, komm mit. Na komm. Okay. Wir haben jetzt etwas vor hier in diesem Part. Mal schauen, ob es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und ob es überhaupt so wird, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß es nicht. Das sehe ich ja gleich, sage ich jetzt einmal. So. Okay, wo ist es denn? Da. Gerät zum Aufwickeln der Kette. Jupp, starten wir mal. Komm schon, Billy. Bist du wieder der Muskelprotz? Ja, das ist aber echt nicht gerade die feine englische Art. Zack, zack. Ja, geil. Okay. Hier runter. Und jetzt müssen wir eiskalt wirklich hier das Teil nehmen. Okay. Während der Käfig über uns ist. Anlageschlüssel mitnehmen. Yeah. Der will doch nur kuscheln. Centurion heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, Billy! Ja! Wo ist er? Da ist er. Ey! Okay. Wo ist er? Okay, ich bin auf Warnung. Hörst du auf? So. Reload. So, man hat ja, glaube ich, nur gewisse Zeit, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich wollte schon sagen, ich glaube, er ist tot, aber nein, er hat einfach nur Rebecca fallen lassen. Ich bin auf kritisch. Okay. So, bleibst du stehen oder bewegst du... Ah, okay, bleib stehen. Sehr. Aua. Der macht aber auch Schaden hier. Okay. Nein. Aua. Dauernd trifft der Wichser mich. Dabei ist er so einfach, der Boss. Ist wahrscheinlich der einfachste Boss im Spiel. Ah! Hilfe! Nein! Wir haben nur eine gewisse Zeit, um ihn zu besiegen. Weil er sonst unsere Rebecca frisst. Ekelhaftes Mistviech. Schluss mit dem Schabernack. Geil. Okay, und zack. Sehr gut. So, wir haben den Anlageschlüssel bekommen. Was auch immer das jetzt ist. Was auch immer der mir jetzt bringt. Rebecca zeigt mir den mal. Untersuchen. Ja, normaler Schlüssel. Ach! Ein... Sieh mal einer, guck. Ein Feuersymbol.
Nein. Das war wieder der falsche Knopf. Follow me. Ja. So. Okay. Geht. Das habe ich bei dem wirklichen Heilmittel gebraucht. Aber gut, ich weiß, wo ich den Feuerschlüssel einsetzen muss. Und das ist ja schon mal super. Denn wir waren schon mal bei einer Tür, wo ein Feuersymbol drauf war. Und ich denke mal einfach, in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass wir den Schlüssel dort gebrauchen können. So, wie sieht's denn mit meinem Inventar gerade aus? Also auf jeden Fall ablegen hier mal das Farbband. Brauche ich nicht. Das sieht ganz gut aus. Das sieht auch alles ganz gut aus. Und dann ist das eigentlich alles ganz cool. Wunderbarix. So, Billy, komm mit. Wir gehen zu zweit hin. Weil hier sind ja eh keine Gegner mehr. Die habe ich doch alle schon umgenietet. Es sei denn, es sind schon wieder neue da. Das kann auch sein. Und es sind neue da. So. Okay. Sind die jetzt tot? Ja, sind tot. Okay, mal hier aufsperren. Feuerschlüssel verwendet. Ah, ich brauche ihn noch. Okay, es gibt anscheinend noch eine Feuertür. Mal schauen, wo die ist. Ich habe schon eine Vermutung, wo die sein könnte. Was ist das? Brennflüssigkeit. Hallo. Das ist sexy. Das ist so richtig sexy. Die nimmt Billy mit. Zack. Kombinieren mit dem Feuerzeug. Und schon ist das Feuerzeug wieder aufgeladen. Ich hatte nämlich ganz vergessen, dass das Feuerzeug leer ist. Den Seelen sind abgenutzt. Ein Kühlschrank. Tür ist kaputt und lässt sie nicht öffnen. Na, sowas aber auch. Mehr gibt's hier gar nicht. Echt jetzt? Mehr gibt's hier nicht? Okay. Nee, mehr gibt's hier gar nicht. Okay. Nicht mal Munition oder sowas? Kommt schon, seid freundlich. Nö. Gut. Haben keinen Bock, freundlich zu sein, wollen einfach nur blöde Arschlöcher sein. Ihr habt's genau gehört, ihr seid blöde Arschlöcher. Also nicht ihr, sondern ihr wisst Bescheid. Ich habe irgendwie einen Quick-Knopf für die Karte gefunden. Ah, L2, okay. Weil ich aus Versehen auf L2 gekommen bin. Ah. Der da hinten hat auch keinen Bock aufzustehen. Okay, soll er liegen bleiben. Habe ich kein Problem damit. Der macht ein Nickerchen, der hat zu viel getrunken gestern. Bisschen zu viel getrunken. So, wie sieht's denn aus mit der Karte? Leere Flasche ablegen. Wie sieht's denn mit dem Inventar aus? Das passt. Feuerschlüssel. Alter, ich habe keine Pistolenmuni mehr. Fick die Henne. Alter, ich bin so gut wie out of armor. Alter Fallbild. Eieieiei. Ach du meine Herren. Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Muni mehr. Ei. Wir gehen mal dahin. Ich glaube, ich weiß, wo wir den Feuerschlüssel nochmal benötigen. Halt, hier drüben ist es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Weil da gab es noch eine Tür ganz am Ende vom Gang, die wir noch gar nicht untersucht haben. Zudem können wir jetzt die eine Tür öffnen mit dem... Rebecca nicht schießen. Ich mach das. Karte. Also... Ich könnte jetzt den Gang hinten entlang gehen und da reinkommen. Oder ich gehe jetzt... Okay, es macht eigentlich keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied. Verschlossen. Feuermotiv. Ja, habe ich doch.
Muss ich jetzt... Oh, ja, okay. Wegwerfen, yo. Okay. Gehen wir jetzt einfach mal dadurch. Wofür brauche ich dann bitte das Feuerzeug? Gehen wir jetzt mal hier rein. Hallo? Dieses Foto zeigt einen ältlichen, in seiner Arbeit vertieften Gelehrten. Die Bücher sind willkürlich angeordnet. Einige sind wohl aus dem Regal genommen worden. Wie zum Beispiel das Kamasutra. Kann man mal gebrauchen. Okay, ich komme hier gar nicht... Alter. Ich kann ihn doch wegschieben, oder? Auf der anderen Seite wieder rund... Ah, okay. Sehr gut. Da draußen liegt... Achso, das ist nur ein Spiegelbild. Ah, was ist da? Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Auszubildende. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal 2 gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hat der Leiter Marcus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Okay. Ja, man will's kaum glauben, auch Albert Wesker war mal ein Azubi. Dieser Globus ist äußerst gut gearbeitet, aber so alt, dass es sicher kaputt geht, wenn sie ihn drehen. Was ist das? Ein Schalter. Umlegen. Okay. Ach, Licht. Okay. Lichtschalter. Warum nicht? Oh, 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 halt, da liegt was. Oh! Pistolenmuni, das ist geil. Ah, warte mal. Zack, zack. So, dann schieben wir das Regal mal. Ja, Billy, du bist auch ganz intelligent. Let's split up. Okay. Stell dich mir genau in den Weg. Das hast du gut gemacht. Und zack. Bisschen weg. Billy. So, schieb den mal darüber. So. Der Elch hat da was. Hier scheint etwas zu sein. Eine Eisennadel. Okay, einfach mal mitnehmen. Eisennadel, okay. Nehmen wir einfach mal mit, würde ich jetzt mal meinen. Schauen wir die mal an. Untersuchen. Vielleicht eine Art Dekoration? Im Sockel ist eine Öffnung. Ach halt, ist das der Minutenzeiger? Ah, das ist glaube ich der Minutenzeiger. Sehr gut. Oh, Rebecca. This way. Okay. So, Karte. Ah, jetzt bin ich da. Die beiden Räume sind nicht miteinander verbunden. Alles Klärchen. Alles Klärchen, Pupärchen. Ja, ich würde mich sehr gerne selber dafür erschießen, für diesen Spruch. Alles Klärchen, Pupärchen. Oh je, je. Wisst ihr, was übrigens schön ist? Es gibt später im Spiel Gegner, die können einen One-Hit-KO'en. Keine Bosse. Normale Gegner. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Mal die Kerze anzünden.
Natürlich geht dadurch die Tür auf. Normalste von der Welt. Das ist das Natürlichste von der Welt. Du zündest die Kerze an, eine Tür geht auf. Das ist das Natürlichste von der Welt. Wow! Yeah! Habt's euch so gedacht, gell? Oh, Granaten, sehr gut. Jetzt haben wir gleich mehrere Granaten, wenn nicht nur Rebecca. Ah, ah, ah. Ah, ja. Rebecca, ich liebe sie. Ja, mehr gibt es hier nicht. Ah, ich kann hier hoch. Okay. Ein Stillleben eines Obstkorbs. Einige der Früchte sind verfault. Lecker. Aktenschrank ist völlig durcheinander, aber scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Aktenschrank ist immer noch völlig durcheinander. Krasse Scheiße. Kann man das... Aha. Aha. Gut. Okay, können Sie jetzt... Was? Habe ich keinen Platz mehr oder was? Rebecca, nimm du mal. Buch des Guten mitnehmen. Ja, nimm mal mit. Das Buch des Guten. Alter. Sonst gibt's hier nichts mehr. Seid ihr Gruppe von Leuten Baby? Irgendwas Bedrohliches an sich? Weil Baby. Und Babys sind bedrohlich. Ja, Billy hat kein Problem, sich mit Zombies rumzuschlägern oder sowas. Gar kein Problem, aber sobald Babys irgendwie kommen, da hat er schon ein Problem mit, weil das Jugendamt ihm ziemlich im Nacken sitzt, wegen den ganzen Alimenten, die er zahlen muss. Ja, ja, da hat er immer ein bisschen Angst. Rebecca, komm her, ich fang dich auf, spring in meinen Schoß. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Anscheinend nicht. Karte. Okay. Na genau, und das... Ah. Ja genau, genau. Da komme ich aber auch nicht weiter. Da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Glas, Penis, ich komme nicht weiter. Okay. Rebecca. Was ist denn das? Das Buch des Guten. Okay. Was steht da? Warte mal. Dörver Publishing Company. Okay. Auf dem elegant eingebundenen Buch steht gut. Ganz schön schwer für ein Buch, dieser Dicke. Okay. Ah. Da ist was drin hier. Engelsflügel. Ja, geil. So, Billy, warum konntest du das jetzt nicht mit aufnehmen? Das... Ach, ja, genau. Ich habe ganz vergessen, dass ich den Minutenzeiger habe. Ich wollte schon sagen, ich komme nicht weiter. Ganz vergessen, dass ich den Minutenzeiger habe. So, jetzt warte mal. Wie komme ich da jetzt hin? Bam, 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 bam. Und zwar, indem ich den Gang wieder zurückgehe, oder? Irgendwann springt mich hier irgendwas an. Weil ich halt die ganze Zeit nur noch irgendwie ohne Deckung rumlaufe oder so, keine Ahnung. Und irgendwann springt mich einfach irgendwas an. Halt, nein, nicht da lang. Da muss ich nicht, da muss ich eigentlich nie wieder lang. Ich muss, hier lang. Dann können wir unten nämlich mal kurz ein paar Sachen ablegen. Und dann ist das geil. Okay, hi Markus. Na, geht's dir gut? Alles fresh bei dir? Ich will mal hier die Engels, die weiße Statue haben. Zack. Weil das kann man nämlich gleich mal kombinieren. Zack, geil. Statue des Guten. Die können wir dann eigentlich gleich mal ablegen. Können wir machen. So. Da statt des Bösen, da fehlt mir noch ein Flügel.
Und ich denke mal, ich weiß auch schon, wo ich den bekomme. Ah, ich habe hier noch Pistolenmunition. Warte mal. Hier. Ja, geil. So, die Granaten können wir ablegen. Ich will den Granatwerfer noch nicht benutzen. Und es ist eigentlich ganz cool, wenn ich den jetzt noch nicht benutze, weil... Ja, dann sparen wir uns damit doch schon einiges an Munition von dem sei. Jetzt mal, das ist schon ziemlich cool. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal, meine Freunde, werden wir mal den Minutenzeiger einsetzen. Mal schauen, was uns dort noch alles erwarten wird. Ich denke mal, dass es langsam Zeit wird, dass wir hier den zweiten Flügel für die Teufelsstatue bekommen, weil dann sind beide nämlich im Gleichgewicht. Und was das dann zu bedeuten hat, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Resident Evil Zero für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.